lasst uns noch mal den Heiligen Gral suchen. Ja, der Heilige Gral. Edle Ritter der Tafelrunde, ich grüße euch. Heil Artus! Sagt, mein König, gibt es neue Aufgaben, neue Abenteuer, die auf uns warten? Lasst uns noch mal den Heiligen Gral suchen. Ja, der Heilige Gral! Meine edlen Ritter, ehrlich gesagt, die Suche nach dem Heiligen Gral hat sich als recht zeit- und kostenaufwendig herausgestellt und leider auch ergebnislos. Deswegen möchte ich mit euch zunächst mal den aktuellen Geschäftsbericht durchgehen. Oh, nee, nicht schon wieder ein Geschäftsbericht. Ja, es tut mir leid, meine Herren, aber auch das gehört nun mal zu unseren Pflichten. Außerdem ist es an der Zeit, einen neuen Kassenwart zu wählen. Sir Geller hätte diese Aufgabe jetzt ein Jahr lang pflichtbewusst durchgeführt. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Kommen wir nun zu seinem Nachfolger. Wer stellt sich zur Wahl? Lancelot? Lancelot kannst du doch machen. Lancelot, ja. Also Moment, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen ungerecht. Ich schreibe schon jedes Mal das Sitzungsprotokoll und bin Beisitzer des Vorstands, also Ja, gut, das stimmt allerdings. Ja. Merlin, hättet ihr vielleicht Lust? Ja, ich, mein König, ich bin euer Magier. Gedenkt nur der gewaltigen Verantwortung. Ja gut, aber so richtig zu tun habt ihr eigentlich nichts, oder? Ich meine, Gellert und ich kümmern uns parallel noch um den Förderverein und organisieren die Betriebsfeste inklusive Benefiztombola. Mhm. Ja, ihr habt doch eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Nichts zu tun? Mein lieber Tristan, denkt nur an die Rezepte für die Zaubertinkturen. Die Zutaten wollen besorgt werden, Kräuter und. Ehrlich gesagt kann ich mich an kein einziges Mal erinnern, wo ihr wirklich gezaubert habt. Ihr Narren. Und was ist mit dem großen Knall und der wundersamen Rauchsäule beim letzten Hoflohmarkt, als ich mich wie von Geisterhand in Luft aufgelöst habe? Da stand ich zufällig hinter euch, Zaubermeister. Ihr hattet lediglich nasse Tannenzweige angezündet, gegen einen Kessel getreten und seid durch einen Kellergang verschwunden. Und zwar nur, um euch vor dem Aufräumen zu drücken. So sieht's doch aus. Ja. Und er hat nicht eine Schicht am Kuchenstand übernommen. Ah. Übrigens, Merlin, wenn ihr was herbeizaubern wollt, wie wär's mit eurem Jahresbeitrag? Der fehlt nämlich noch. Aha. Sehr witzig. Und? Macht ihr jetzt den Kassenwart? Ja, dann mache ich halt einen Kassenwart, wenn es sein muss. Wunderbar. Dann lasst uns abstimmen. Also, wer ist dafür, dass Merlin neuer Kassenwart wird? Gegenprobe. 4 Stimmen dafür, 1 Enthaltung. Damit ist Merlin zum neuen Kassenwart gewählt. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 2. Strumpfhosen. Ob ich auch gerne ein Ritter geworden wäre? Naja, also die Ritter kommen viel rum, ja? Die dürfen kämpfen, metzeln, plündern, ja? In schweren Rüstungen, im Nebel, durch die Hochmoore stapfen. Aber wer bekommt die ganzen Weiber ab, hä? Ja? Hä? Richtig, auch die Ritter. Ja, natürlich wäre ich gerne lieber ein Ritter als ein Zauberer geworden. Was ist denn das für eine doofe Frage? Gral? Ich habe keine Zeit für einen Gral. Ich muss den Lagerverkauf für die Altwaffen vorbereiten, eine Gesangsnummer für die Weihnachtsrevue einstudieren, mit meinen Kindern zum Jungrittersprechtag und nebenbei noch unseren riesigen, blöden Tafelrundentisch abschleifen und neu lasieren. Ganz ehrlich, ich bin so kurz vorm Burnout. So kurz davor.